Der touristische Slogan Albaniens, mit dem das Land seit 2019 Touristen anlockt, lautet Be taken by Albania. Sinngemäß ins Deutsche, von Albanien gepackt, übertragen. Und so spielt dieser Werbespruch nicht nur auf die Naturschönheiten des Landes, sondern auch auf den Ruf des Balkanstaates als krimineller Hotspot an. Auf der Website wird in einem Clip eine Verbindung zum Film Taken hergestellt. Darin spielt Liam Neeson einen Vater, der verzweifelt nach seiner Tochter sucht, die von albanischen Menschenhändlern entführt wurde. Hey Liam, wir lieben es, deine Filme zu sehen und wir denken, dass du sehr talentiert bist. So beginnt das Tourismusvideo. Aber wir haben noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Du hast die Menschen in der Welt glauben lassen, dass wir Albaner Kriminelle und Schläger seien, immer auf der Suche nach Töchtern, die entführt werden könnten. Im Verlauf des Clips werden dann positive Eigenschaften aufgezählt. Das freundliche Lächeln, die erstaunliche Geschichte und das traditionelle Handwerk dieser Nation. Die Albaner haben in der Tat einen schlechten Ruf. Ihre kriminellen Clans strukturieren sich nach familiären Bindungen, die über die Staatsgrenzen auf dem Balkan hinweg reichen. Noch nie hat sich aus einer so kleinen Volksgruppe in kurzer Zeit eine so starke Energie in der Illegalität entfaltet. Gleichwohl ist es nur eine Minderheit, die durch ihr Gangstertum die ganze Ethnie belastet. Wer sind diese Albaner? Wie entstanden sie? Was sagt die Genetik zu ihrer Herkunft? Darüber und mehr möchte ich in meinem heutigen Video erzählen. Das Siedlungsgebiet der Albaner auf dem Balkan ist zersplittert. Schon bei der Bildung des ersten unabhängigen albanischen Staates im Jahre 1913 blieb die Hälfte des Volkes außerhalb der Grenzen des neuen Mutterlandes. Mit über 3 Millionen Menschen wohnen heute die meisten Albaner in der Republik Albanien. Bis zu 2 Millionen besiedeln die frühere südjugoslawische Provinz Kosovo, die zurzeit unter internationaler Verwaltung steht. In Mazedonien wohnen bis zu 700.000 Albaner. Serbien und Montenegro weisen ungefähr 200.000 weitere Albaner auf. In Nordwestgriechenland dürften es trotz Grenzverschiebungen und Zwangsumsiedlungen nach Albanien bis zu 100.000 Albaner geben, zum größten Teil allerdings assimiliert. Auch in Mittelgriechenland lebt die albanische Sprache, genauer gesagt ihre archaische Form, hier griechisch Arvanitika genannt, in 320 Dörfern fort. Die Sprecher sind Nachkommen von Albanern, die Griechenland noch im Mittelalter besiedelten. In Süditalien gibt es eine kleine, aber wohl etablierte albanische Minderheit, die Arbëresh oder Italo-Albaner, deren Anzahl zurzeit ca. 90.000 beträgt. Das sind die Nachkommen von Flüchtlingen, die Albanien nach dem Tod von Skanderbeg 1468 verließen. Die Arbëresh sprechen ebenfalls einen archaischen Dialekt des Albanischen, der von der Standardsprache auf dem Balkan abweicht. Altherkömmliche Siedlungen von Albanern befinden sich auch in Serbien, im bulgarisch-griechisch-türkischen Grenzgebiet, in der Ukraine, im Gebiet von Melitopol und Odessa. Nur wenig ist geblieben von den Albanerkolonien im Osmanischen Reich. Die große albanische Minderheit in Ägypten löste sich mit der Zeit auf, obwohl es noch beträchtliche Zahlen von Albanern in der Türkei sowie, wenn auch weniger zahlreich, in Syrien gibt. Seit der Öffnung von Albanien im Jahre 1990/91 sind viele Albaner aus ihren traditionellen Siedlungsgebieten, vor allen Dingen nach Griechenland und Italien, ausgewandert. Es gibt derzeit auch mehrere hunderttausend Albaner in Westeuropa und Nordamerika. Der Doppeladler auf rotem Grund ziert die Flagge von Albanien. Die Flagge wird von einem Siegel von Skanderbeg, dem albanischen Nationalhelden, der die Albaner in einem Aufstand im 15. Jahrhundert gegen das Osmanische Reich anführte und eine kurze Zeit der Unabhängigkeit brachte, in den Jahren 1443 bis 1478. Skanderbegs Adler geht wiederum auf byzantinische Vorbilder zurück. Und zu Ehren Skanderbegs, der 25 Jahre lang gegen die Osmanen kämpfte und gegen sie 25 Schlachten führte, verlieh man
dem doppelköpfigen Adler, 25 Federn. Im albanisch besiedelten Teil von Jugoslawien war der Doppeladler schon immer ein Zeichen des Großalbaniens, das es aus politischen Gründen nicht geben durfte. Wer dort den Doppeladler flattern ließ, konnte auch schon mal verhaftet werden. Der Doppeladler gilt als Symbol aller Albaner und sorgt in Nachbarländern wie Serbien oder Griechenland immer wieder für rote Köpfe. Zum Beispiel bei der albanischstämmigen Sängerin Eleni Furera, die bei dem Eurovision Song Contest 2018 für Zypern den zweiten Platz errang. Als sie vor den Kameras mit dem Doppeladler posierte, fanden das einige Leute gar nicht lustig. Ihre Geste wurde als Bekenntnis zu einem Großalbanien interpretiert. Für einen Skandal sorgte auch die Doppeladler-Affäre in der Schweizer Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2018. Die triumphierende Geste der gebürtigen Kosovaren Shakiri und Haka im Spiel gegen Serbien wurde als eine Provokation gegenüber dem serbischen Gegner angesehen. Der Doppeladler ist somit mit der Zeit zum Raubvogel geworden. Dabei hatte das Fabeltier für die Albaner schon immer eine ganz andere Bedeutung. Sie übersetzten nämlich ihren Volksnamen gern als Adlersöhne. Shqipëria, wie Albanien in der Landessprache heißt, kommt angeblich von Shqiponja, dem albanischen Wort für Adler. Den Sprachwissenschaftlern zufolge wird aber das Wort Shqip in Shqipëria vom Wort für Sprechen hergeleitet. Die Albaner sind demnach Menschen, die im Unterschied zu Ausländern richtig sprechen. Derselbe Gedanke liegt dem Wort Slave zugrunde, das leitet sich von Slova in Bedeutung Wort ab. Für die Albaner existieren insgesamt unterschiedliche Selbst- und Fremdbezeichnungen. Der Name Albaner, lateinisch Albani oder altgriechisch Albanoi oder Albanioi, war schon in der Antike gebräuchlich. Er wurde zum ersten Mal beim Geographen Claudius Ptolemaios im 2. Jahrhundert erwähnt. Das Zentrum der damaligen Albaner soll die Stadt Albanapolis gewesen sein. Sie lag 35 Kilometer östlich der Stadt Durachium. Wann sie mit diesem Namen getauft wurde, wissen wir nicht. Auch was mit ihren einstigen Bewohnern, den Albanoi, geschehen ist, ist unbekannt. Der Stadtname Albanapolis taucht in der Geschichte erst ab dem 13. Jahrhundert wieder auf. Diese Stadt wird nun mit der Stadt Kroja, albanisch Kruja, identifiziert. Seit dem 18. Jahrhundert ist ein neuer Volksname in Erscheinung getreten. Shqiptar, neben Shqipëri für Albanien. Bei den in der Nähe lebenden Völkern hat sich hingegen der alte Volksname durchgesetzt, griechisch Arvanites, serbisch-mazedonisch Arbanas, italienisch Albanese, türkisch Arnavutlar. Seit dem 15. Jahrhundert kam in Europa für die Albaner auch der lateinische Name Epirotes, deutsch die Epiroten, auf. In den Albanern sah man die Nachfahren jener Völker, die in der antiken Landschaft Epirus gelebt haben. Die Albaner wurden im westlichen Europa erst im Mittelalter bekannt. Dies hing einerseits mit Skanderbeg zusammen, der durch seinen Abwehrkampf gegen die Osmanen gesamteuropäische Popularität erlangte, andererseits aber mit der Auswanderung zahlreicher Albaner nach Italien, die auf diese Weise ins Blickfeld der westlichen Völker gerieten. Aberesch oder Aber, Arben, waren im Mittelalter die Selbstbezeichnungen der Albaner. Heute werden nur die Albaner in Süditalien Aberesch genannt. Als Chamen werden die Albaner aus der griechischen Küstenregion von Epirus genannt. Die Herkunft der Albaner ist in der Wissenschaft umstritten. Die Albaner sind stolz darauf, von den Illyrern abzustammen. Manche spricht dafür, dass diese Theorie richtig ist, anderes dagegen. Leider haben die Illyrer zwar eine Reihe von Orts- und Personennamen hinterlassen, aber keine Texte, nicht einmal eine gesicherte Inschrift, was die Voraussetzung für einen ausführlichen Sprachvergleich wäre. Sicher ist, dass die albanische Sprache auf eine antike Balkansprache zurückgeht und dass diese Sprache nicht das Griechische ist, das wir seit dem späten 2. Jahrtausend vor Christus fast lückenlos kennen. Die Hypothese der illyrischen Abstammung geht von einer im albanischen Hochland verbliebenen illyrischen Restbevölkerung aus,
die dort die Umwälzungen der Völkerwanderung vom 4. bis 6. Jahrhundert überdauerte. Neben dieser Version wird auch ein dakischer oder thrakischer Ursprung der Albaner vermutet. Die Vertreter dieser Theorie begründen dies mit einigen lexikalischen und grammatischen Gemeinsamkeiten der rumänischen und albanischen Sprache, die auf ein altbalkanisches Substrat zurückgehen. Der Historiker Gottfried Schramm schlägt die Herkunft der Albaner in den Besoi vor, einem nicht romanisierten thrakischen Stamm, der in Südserbien, im Kosovo und in Nordmazedonien lebte und bereits im 4. Jahrhundert christianisiert wurde. Er argumentiert, dass eine solche frühe Christianisierung das Fehlen einer vorchristlichen heidnischen Religion unter den Albanern erklären würde. Nach dieser Theorie wurden die Besoi zu Beginn des 9. Jahrhunderts von den Byzantinern massenhaft nach Zentralalbanien deportiert, um gegen die Bulgaren zu kämpfen. In ihrer neuen Heimat nahmen die Vorfahren der Albaner den geografischen Namen Arbanon als ethnischen Namen an und assimilierten die lokale Bevölkerung von Slawen und Römern. Ein anderer Forscher, Wladimir Georgiev, postuliert, dass Albaner von einer dakischen Bevölkerung aus Moesien, dem heutigen Morava in Ostserbien, abstammen. Er stellt auch fest, dass die Meereswörter in Albanisch anderen Sprachen entlehnt sind, was darauf hindeutet, dass die Albaner ursprünglich kein Küstenvolk waren. Auch die Knappheit griechischer Lehnwörter im Albanischen würde die dakische Theorie stützen. Wenn die Albaner aus der Region Illyrien stammen, gäbe es sicherlich einen starken griechischen Einfluss. Eine weitere populäre Theorie über die Herkunft der Albaner wird auf die Linguistik gestützt. Nach ihr ist das Albanische die Fortsetzung eines altbalkanischen Idioms, das nicht mit dem Illyrischen oder Thrakischen gleichzusetzen ist, sondern mit einer dritten, nicht überlieferten Sprache. Am wahrscheinlichsten ist aber, dass die Illyrer zwar in einer Beziehung zu den heutigen Albanern stehen, aber dabei nur eines von mehreren Elementen der Ethnogenese dieses Volkes darstellen. Tatsache ist, dass sich in der Nachbarschaft der romanisierten Küstenbewohner seit dem frühen Mittelalter Bewohner des Inlandes niederließen, die ihre illyrische Muttersprache und Kultur beibehalten hatten. Aus dieser Siedlungssymbiose ist das Volk der Albaner entstanden, in deren Ethnizität die Spuren des Illyratums bewahrt blieben. Die Ethnogenese vollzog sich bis zur Ersterwähnung der Ethnie an der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert im Grenzbereich zwischen dem Bulgarischen und dem Byzantinischen Reich. Dieses Gebiet wurde lange von keinem der beiden Reichen wirklich beherrscht und bot einer eigenständigen Kultur Entfaltungsmöglichkeiten. Von der slawischen Landnahme ab dem 6. Jahrhundert war das nordalbanische Gebirgsland unberührt geblieben. Seit dem 10. Jahrhundert breiteten sich die Vorfahren der Albaner in Richtung Adriaküste und ebenso nach Süden und Osten aus. Dabei wurden sowohl balkanromanische als auch slawische Elemente in die albanische Ethnie integriert und teilweise assimiliert. Im Norden des albanischen Siedlungsgebietes, mit der Metropole Bar als kirchliches Zentrum, dominierte im Mittelalter der westliche Katholizismus. Im Süden war die griechisch-orthodoxe Kirche mit den Metropolen Dyrrhachion und Ohrid vorherrschend. Die drei häufigsten Haplogruppen bei Albanern sind E, V13, R1b und JM172. Einigen Autoren zufolge scheint EV13 seinen Ursprung in Griechenland oder auf dem südlichen Balkan zu haben. Sein Vorkommen im übrigen Mittelmeerraum ist wahrscheinlich eine Folge der griechischen Kolonisierung. In verschiedenen Studien wurde die hohe Häufigkeit dieser Haplogruppe bei Kosovo-Albanern 46%, mazedonischen Albanern 34%, Albanern 32% und in einigen Teilen Griechenlands 35% festgestellt. Die andere, bei Albanern verbreitete Haplogruppe J, findet sich zumeist im Kaukasus und in Südwestasien. Sie ist außerhalb des albanischen Territoriums, wo sie bis zu 16% erreicht, selten, kommt aber auch bei Rumänen und Griechen mit einer Häufigkeit von jeweils 9% vor, was auf die Verwandtschaft dieser Völker hinweist.
Die dritte bei Albanern verbreitete Haplogruppe ist R1b. Diese ist in ganz Europa verbreitet, besonders an der westlichen Atlantikküste Europas, aber auch im Nahen Osten, im Kaukasus und in Teilen Afrikas. Diese Haplogruppe ist zu je 20% sowohl bei Albanern als auch bei Griechen anzutreffen, ist jedoch anderswo auf dem Balkan viel seltener. Nun sehen wir wieder die Verwandtschaft mit den Griechen. Der Forscher Johann Georg von Hahn brachte sogar die Pelasger als Vorfahren der Albaner in Betracht. Nach George Fred Williams sind die Albaner sogar deren direkte Nachfahren. Er schrieb, dass Homer seine Werke auf Uralbanisch geschrieben habe. Die altgriechische Kultur würde eigentlich den Pelasgern und deren Nachfahren, den Albanern, gehören. Das Albanische ist eine indogermanische Sprache, daher ist es mit den meisten Sprachen Europas verwandt. Die Zugehörigkeit zur indogermanischen Sprachfamilie wurde von dem deutschen Sprachwissenschaftler Franz Bopp im Jahre 1854 festgestellt. Gleichzeitig muss hinzugefügt werden, dass das Albanische keine engere genetische Verwandtschaft mit anderen indogermanischen Sprachen aufweist. Es handelt sich also um einen Sprachenzweig für sich. Trotz der geografischen Nähe zu Griechenland weist das Albanische wenig Ähnlichkeiten mit der altgriechischen Sprache auf. Römische Handelssiedlungen an der illyrischen Küste und die anschließende Kolonisierung Albaniens durch die Römer haben dagegen starke Spuren hinterlassen. Die Entlehnungen aus dem Latein über Jahrhunderte hinweg waren dermaßen massiv, dass sie selbst in die Struktur der Sprache eingriffen. Kulturelle Kontakte mit den Slawen, Türken und Italienern beeinflussten ebenfalls Albanisch. Ob es der Nachfolger des Altillyrischen ist, lässt sich aufgrund der Seltenheit illyrischer Sprachdenkmäler schwer nachweisen. Die Sprache lässt sich in zwei Dialektgruppen gliedern: das Gegische im Norden und das Toskische im Süden. Die Grenze zwischen ihnen bildet der Fluss Skubmim. Die Literatursprache umfasst beide Dialekte, allerdings zu 80% das Toskische. Nach der Reichsteilung 395 gehörten die albanischen Gebiete zum Oströmischen Reich, bei dessen Zerfall wurde die Region Durchmarsch- und Besatzungsgebiet der Bulgaren, Normannen, Venezianer und Serben. Albanisch-slawische Familien gründeten seit dem 12. Jahrhundert kleine Fürstentümer in Abhängigkeit von Byzanz, Epiros, Serbien, Venedig und Neapel, später auch von den Osmanen. Dies führte dazu, dass die Albaner politisch, religiös und kulturell keine Einheit bildeten. Und das Fehlen einer eigenen mittelalterlichen Reichstradition sollte sich Jahrhunderte später bei der Herausbildung der modernen albanischen Nation bemerkbar machen. Die anderen südosteuropäischen Völker bezogen sich im 19. Jahrhundert auf ihre mittelalterlichen Glanzzeiten. Die stärkte nicht nur die Identität von Serben, Griechen und Bulgaren, sondern lieferte den Politikern dieser Nationen auch die Begründung, mit der sie die albanisch bewohnten Gebiete für ihre Staaten beanspruchten. Seit dem Ende des 14. Jahrhunderts expandierten die Osmanen in die albanischen Länder. Nach einem Jahrhundert wechselvoller Kriege herrschten nach dem Fall von Shkodra im Jahre 1479 die Türken mehr als 400 Jahre über Albanien und die angrenzenden Länder. In mehreren Wellen und regional unterschiedlich ausgeprägt vollzog sich in den folgenden drei Jahrhunderten die Konversion der meisten, doch nicht aller Albaner, vom Christentum zum Islam. Das Vordringen der Osmanen zwang die albanischen Fürsten zu einer Schaukelpolitik zwischen den Mächten. Viele von ihnen wechselten mehrfach die Konfession und sogar die Religion. Gjergj Kastriota, Sohn des Fürsten von Kuja, machte am Sultanshof eine Militärkarriere als Iskander Bey, zu Deutsch Skanderbeg, wandte sich aber gegen den Sultan, als seine Ansprüche auf den väterlichen Besitz in Frage gestellt wurden. Er besetzte Kruja, kehrte vom Islam zum Katholizismus zurück und gründete unter venezianischer Schirmherrschaft 1444 in Lezhë eine Liga albanischer und slawischer Fürsten, ohne damit einen Staat zu gründen. In Albanien geriet er später in Vergessenheit.
Erst im 19. Jahrhundert fand die Nationalbewegung in ihm einen Anknüpfungspunkt. Der Mythos von Skanderbeg wurde im 20. Jahrhundert bei der Aufstellung der 21. Waffengebirgsdivision der SS Skanderbeg abermals bemüht. Auf deutscher Seite hatte man 1944 eine Vorstellung von Albanern, die ideal zu dem passten, was der Krieg brauchte. Es handelte sich schließlich um eines der, Zitat, waffenfreudigsten Völker, die man sich denken kann. Das nach der Kapitulation Italiens selbstständige, aber nicht zuletzt wegen seiner Bodenschätze, Erdöl und Chromerze, unter deutscher Oberherrschaft stehende Albanien befürwortete die deutsche Besatzungsmacht. Und zwar in der Hoffnung, den Traum eines Großalbaniens unter Einschluss des Kosovos realisieren zu können. In den abgelegenen Berggebieten war die Bevölkerung bis ins 20. Jahrhundert auf sich gestellt. Unter diesen Voraussetzungen entwickelten die Albaner ein Rechtssystem, dessen Normen über Jahrhunderte mündlich von einer Generation zur anderen überliefert wurden. Das Wort Kanun stammt aus dem Griechischen Kanon, Maßstab oder Regel, und kam über das Osmanisch-Türkische Kanun, Gesetz, in das Albanische. Es gibt mehrere davon. Der bekannteste ist nach dem Fürsten Leke Dukagjini benannt. Er enthält Bestimmungen über die Familie, die Erbschaft, Zitat, der Kanun anerkennt als Erben nur den Sohn, nicht die Tochter, den Bauernhof, das Vieh. Im Vertragsrecht behandelt der Kanun den Arbeitslohn, Handel, Kauf und Darlehen. Schließlich ist ein Teil den Verbrechen und Strafen gewidmet, darunter der Blutrache. Die Ehrverletzungen müssen mit dem Blut eines männlichen Mitglieds der Familie des Beleidigers vergolten werden oder können nach komplizierten Vermittlungen verziehen werden. Der Kanun schreibt einen Ablauf der Blutrache auch vor. Der Täter darf nur auf offener Straße umgebracht werden, nicht im eigenen Haus. Sobald der Rächer den Blutschuldner erblickt, muss er seinen Namen laut ausrufen und warten, bis dieser sich umdreht. Dann steht ihm genau ein Schuss zur Verfügung. Der Täter muss den Toten zu seiner Familie bringen, damit kein Verdacht auf einen Falschen fällt. Und er ist auch verpflichtet, an der Beerdigung teilzunehmen. Nach seiner Tat muss sich der Rächer isolieren, um einer erneuten Blutrache zu entgehen. Dasselbe gilt auch für die anderen männlichen Familienmitglieder. Während der kommunistischen Diktatur von Enver Hoxha im Albanien war der Mechanismus der Blutrache aufgehoben, denn der Staat konnte seine Rechtshoheit landesweit durchsetzen. Nach dem Fall des Diktators haben sich die Menschen wieder dem Kanun zugewandt. In Blutfäden sind dem Staat die Hände gebunden, da er in der Tradition des Kanun nicht als Akteur anerkannt wird. Daher gibt es auch in der heutigen Zeit die Albaner, die ihr Haus nicht verlassen können, aus Angst, von einer verfeindeten Sippe erschossen zu werden. Denn nur dort sind sie nach den Gesetzen des Kanun vor ihren Rächern sicher. Und wie immer würde es mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert oder ihn einem Like gibt.